Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Notizhefte. Ich bin Norman Weiß und freue mich, dass ihr zu diesem neuen Video eingeschaltet habt. Das ist heute ein weiterer, nämlich der zweite Teil der Biografien von A bis Z. Ein Projekt, das ja auf Instagram von Jürgen, dessen Kanal Rad Krespel heißt, gestartet worden ist. Dort beteilige ich mich und zeige aber auch für meine YouTube-Community, für euch, diese Biografien hier im Video. Und eigentlich zeige ich hier sogar mehr, weil ich es irgendwie nie so richtig schaffe, gescheite Fotos von vielen Büchern zu machen. Und deswegen, oder weil ich es erst später merke, dass ich noch eine andere Biografie mit einem dieser Anfangsbuchstaben habe, deswegen sind jetzt hier einfach zusätzlich Bücher zu sehen. Und das ist ja auch schön, ein Mehrwert für euch. Wir waren im ersten Video, das ich natürlich hier auch verlinke, waren wir bis einschließlich zum Buchstaben D gekommen, was bedeutet, dass wir jetzt ganz zwanglos mit E weitermachen. Und da befindet sich bei mir eigentlich nur dieses Buch hier, Triumph und Tragik, des Erasmus von Rotterdam. E wie Erasmus, geschrieben hat dieses Buch Stefan Zweig. Ich habe das Buch vor einiger Zeit gelesen und war nicht so vollständig begeistert, weil die Darstellung des Erasmus ja doch sehr idealisiert ist. Das hat natürlich einen politischen Hintergrund. Es wird eben der Humanist und die Humanität beschworen in einer Zeit, in der das eben nicht an der Tagesordnung war während des Dritten Reiches. Und deswegen kann man das natürlich verstehen, aber als, wenn man so will, als wissenschaftliche Biografie taugt das dann eben doch nicht, sondern es ist ein Lebensbericht und anhand dieses Lebens, dieses Menschen, seines Denkens und Handelns soll so weit wie möglich ein positives Bild gezeichnet werden. Das ist ja bei Erasmus auch nicht komplett möglich, das merkt auch Zweig und da muss er so ein bisschen rumschlingern, aber insgesamt ist es natürlich ein lesenswertes Buch, es ist als solches aus sich heraus ein Dokument und gleichzeitig lässt es diesem Mann Erasmus von Rotterdam natürlich auch viel Gerechtigkeit zuteil werden. Eine Leseempfehlung für dieses Buch gibt es von mir natürlich auf alle Fälle. F. Nun ja, Fontane. Einer meiner Lieblingsautoren, natürlich auch mit einer Biografie hier vertreten. Im Fontane-Jahr sind ja eine ganze Reihe von Büchern erschienen, die Fontane in der einen oder anderen Weise zum Thema haben. Ich hatte mich seinerzeit für diese Biografie aus der Feder von Ivan Michelangelo d'Aprile entschieden und sie aber bis jetzt noch nicht gelesen, das muss ich zugeben. Der zweite Biografierte, dessen Leben geschildert wird mit dem Buchstaben F, ist Friedrich. Friedrich II. Von Preußen. Und ich nenne zwei Biografien über diesen Mann mein eigen. Die eine steht bei meiner Mutter. Die war auch auf Instagram zu sehen, weil ich da in weiser Voraussicht dieses Foto mal gemacht habe. Und hier habe ich eine Biografie aus der Feder von Theodor Schieder, Friedrich der Große, ein Königtum der Widersprüche. Die habe ich vor einiger Zeit antiquarisch gekauft und auch dieses Buch hart noch der Lektüre. Das andere habe ich vor, keine Ahnung, 20 Jahren mal gelesen und so viel zum Buchstaben F. Nach F kommt G. Und es tut mir leid, da gibt es dieses Buch. Peter Longerich, Goebbels. Mehr Titel ist nicht nötig. Josef Goebbels, 1897 bis 1945, war ein radikaler Antisemit und Gewaltfanatiker, der sich in der Rolle des Schöngeists gefiel und zugleich eine entscheidende Rolle bei den beispiellosen Verbrechen des Dritten Reichs spielte.
Mit dieser Biografie erzählt Peter Longerich die politische wie die private Lebensgeschichte von Hitlers Chefpropagandisten und wirft zugleich ein neues Licht auf Öffentlichkeit und Herrschaft im Nationalsozialismus. Und diese Biografie habe ich vor einiger Zeit gelesen. Ich finde sie sehr gut, sie ist anspruchsvoll, aber sie leuchtet die Untiefen dieses Charakters hinreichend aus. Und man erfährt natürlich mehr, als einem eigentlich lieb sein kann. Nach G kommt H und jetzt kommt das erste Buch, was ich auf Instagram nicht gezeigt habe. Wolfram Püther, Hindenburg. Eine umfangreiche Biografie, die sich dem Wesen Hindenburgs widmet unter dem Gesichtspunkt des Charismas. Das überrascht natürlich zunächst ein bisschen, weil man ja so aus Fotografien oder Filmen eben einen alten, bärbeißigen Mann vor Augen hat, der am Ende nicht mehr ganz bei sich ist und dem Druck seiner Umgebung nachgibt und Hitler dann doch, nachdem er vorher hinhaltend Widerstand geleistet hat, weil er den Menschen verachtet, dann doch zum Reichskanzler ernennt. Und dieser Mann soll nun Charisma gehabt haben? Ja, das kommt uns komisch vor, aber wir wundern uns ja auch, dass Hitler Charisma gehabt hat. Also Charisma ist nichts, was als solches unverändert die Jahrzehnte überdauert, sondern ist eine Eigenschaft, die in der Zeit, die auf die Zeitgenossen wirkt. Und hier hat Hindenburg eben tatsächlich Charisma erarbeitet, erhalten und dieses in sich bewahrt, um es dann am Ende tragischerweise etwa im Tag von Potsdam auf Adolf Hitler zu übertragen. Und Püther geht diesen Entwicklungen nach. Am Anfang geht es ganz kurz. Hindenburg ist ja schon im Rentenalter, als seine eigentliche Karriere beginnt. Und Püther stellt dar, wie er sich also überhaupt bemüht, als schon pensionierter General auch irgendeine Aufgabe im Ersten Weltkrieg zu bekommen, wo man denkt, also den braucht man bestimmt nicht. Am Ende kriegt er dann doch eine, und zwar durchaus eine entscheidende. Und er ist dann eben einer der wenigen siegreichen Feldherren bei der Schlacht von Tannenberg, die natürlich auch explizit so genannt wird, um die vor langer Zeit verheerende Niederlage deutscher Truppen in einer ersten Schlacht bei Tannenberg vergessen zu machen, ungeschehen zu machen, reklamiert man eben Tannenberg als Schlachtname. Dort gelingt es, die Russen aus dem Reich herauszudrängen, die Ostfront zu stabilisieren und darauf aufbauend eben auch in der Folge Gewinne zu erzielen, die dann schließlich im Frieden von Brest-Litowsk enden und eben dafür sorgen, dass hier ein neues Ausbeutungs- und Terrorregime unter der Führung der sogenannten Einheit Oberost entstehen kann. Und dafür ist Hindenburg natürlich auch mitverantwortlich. Und aus dieser Position der Stärke heraus wird er zum Chef von den Jansen und kann dann später zum Sturz Kaiser Wilhelms beitragen und gleichzeitig unbeschadet aus der ganzen Geschichte hervorgehen, nährt den Mythos der Dolchstoßlegende und wird schließlich dank seiner Reputation zum Reichspräsidenten gewählt, bleibt dort formal juristisch verfassungstreu, aber auf innerer Distanz und mit zunehmendem Alter eben auch weiteren Einflüssen ausgesetzt. Er ist schließlich auch in eine Korruptionsaffäre verwickelt und das führt dann am Ende alles zusammen dazu, dass Adolf Hitler zum Reichskanzler wird und Hindenburg das Charisma, das eigene und das von den Hohenzollern geborgte, gemeinsam auf die Nazis überträgt. Und damit wären wir bei der zweiten Person, deren Nachname mit H beginnt. Und das ist jetzt nicht überraschenderweise Adolf Hitler selbst. Die berühmte Biografie von Joachim Fest habe ich mir 2000 gekauft und dann in der Folge auch einmal komplett gelesen und in bestimmte Teile immer wieder hineingeschaut.
Ich halte diese Biografie für sehr gut. Sie hat natürlich Herangehensweisen, die man heute nicht mehr so machen würde, als kritischer Historiker schon gleich gar nicht. Und es ist zwar keine Apologetik, die Fest hier verfasst hat, sondern es ist eher ein Bemühen um ein vollständiges Bild, aber es ist natürlich in mancherlei Hinsicht nicht so kritisch, wie das die neuere Forschung tut. Und ein Beispiel für eine sehr kritische Sichtweise ist natürlich hier Volker Ulrich. Da habe ich den ersten Band aus dieser Biografie. Basierend auf neuen Archivfunden und unter Berücksichtigung vieler Neuveröffentlichungen wie der Goebbels-Tagebücher hat Volker Ulrich Adolf Hitler als Politiker wie als Privatmann auf eine Weise greifbar gemacht, wie dies bisher nicht möglich war. Das ist eben bei der älteren Festbiografie der Fall. Ulrich, ausgewiesener Historiker und großartiger Erzähler, hat damit die grundlegende Hitler-Biografie unserer Zeit vorgelegt. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich diesen ersten Band noch nicht gelesen habe. Den zweiten habe ich mir noch nicht mal gekauft. Ich kenne aber, da hinten steht, die nervöse Großmacht von Volker Ulrich. Und das halte ich für ein ganz schlechtes Buch. Das ist, wie man so sagt, agitatorisch und lässt unheimlich viel unter den Tisch fallen, was man auch zur Zeit dieses Buches über das Kaiserreich durchaus schon hätte wissen können. Und deswegen nehme ich an, dass Volker Ulrich sich ganz anders positionieren wird, als Fest das seinerzeit getan hat. Und dann habe ich von Wolfram Püther, dem Hindenburg-Biografen, diese Hitler-Biografie gekauft mit dem schönen Untertitel Der Künstler als Politiker und Feldherr, eine Herrschaftsanalyse. Das knüpft also von der Herangehensweise und dem theoretischen Analysemodell an das an, was er bei Hindenburg zugrunde gelegt hat. Und das macht er auch hier. Das fand ich insofern interessant, weil ich vorher eben das Buch über Adolf Hitler, Thomas Mann und Hans Knappertsbusch gelesen hatte, die ihrerseits eben Wagner-Bewunderer in ihrer jeweiligen Zeit waren. Und wie das diese Männer zusammen oder auseinanderbringt, wird da eben untersucht. Und insofern fand ich dann eine sozusagen fortgesetzte Vertiefung dieser Gedankenführung bei Hitler eben nicht nur auf seine Formationsphase und das Verhältnis zu Wagner, sondern insgesamt, also Architektur, nicht die Stadt als Kunstraum und solche Sachen. Und eben natürlich auch die Inszenierung durch solche Fotos, die auch wieder ganz bewusst anknüpft an solche Fotos, wie wir sie eben von der obersten Heeresleitung kennen. Und darum geht es in diesem Buch. Ich habe da seinerzeit auch angefangen, aber dann sind mir irgendwie andere Bücher dazwischen gekommen. Aber diese Hitler-Biografie ist eine, die ich höchstwahrscheinlich sogar vor der von Ulrich lesen werde. Und dann gibt es natürlich noch weitere aus dem englischsprachigen Raum. Die habe ich mir seinerzeit gar nicht erst gekauft, weil ich gedacht habe, ob du die je liest, weil Kershaw sind ja auch zwei dicke Bände. Ja, muss man sehen, aber wie gesagt, zum Thema Hitler gibt es viel. Und nicht nur seine Hunde und weiteres à la Guido Knopp. Wir sind mit H. noch gar nicht fertig, denn ich habe noch zwei weitere mit H. beginnende Biografien. Das ist einmal diese hier zu Fürst Chlodwig zu Hohenlohe Schilling Fürst, der von 1819 bis 1901 lebte und einer der Nachfolger von Otto von Bismarck im Amt des deutschen Reichskanzlers war. Wilhelm II. Hatte ja Bismarck relativ rasch entlassen, durch Caprivi ersetzt und war mit Caprivi nicht zufrieden, aber eben auch das Establishment war in dieser Phase der Meinung, der Kaiser brauche einen anderen Kanzler an seiner Seite. Und so ist eben Hohenlohe Schillingsfürst zu diesem Amt gekommen. Hohenlohe Schillingsfürst war das, was man damals einen Standesherr nannte. Er war dem Kaiser unter Adelsgesichtspunkten ebenbürtig und daraus oder davon erhoffte man sich eine größere Einflussmöglichkeit. Und
Hohenlohe-Schillingsfürst hatte auch politische Erfahrung aus zahlreichen Ämtern. Er war eben auch Reichsstatthalter gewesen im Elsass, das ja annektiert worden war nach 1871. Und deswegen traute man ihm also zu, dieses Amt ausführen zu können. Aber einerseits war er eben schon sehr alt, andererseits fehlte es ihm an diesem echten Zugang zum Kaiser. Da war eben auch die Altersdifferenz, der völlig unterschiedliche Habitus. Und Wilhelm hielt einfach nichts von Hohenlohe-Schillingsfürst und ersetzte ihn dann eben, als er den echten Aufbruch in die Weltpolitik mit Bülow wagen wollte. Also Hohenlohe-Schillingsfürst. Und last not least, Hugo von Hofmannsthal. Ein Dichter, ein produktiver Autor und der Verfasser einer Reihe von Opernlibretti, die überwiegend in der Kooperation mit Richard Strauss dann realisiert wurden. Ein Mensch, der aus dem 19. Jahrhundert ins 20. hineinragt, letztendlich unglücklich blieb, aber trotzdem Sprachzeugnisse hinterließ, an denen wir uns heute noch erfreuen können. Nach H kommt I, da habe ich nichts, und dann kommt J, und da zeige ich diese beiden Bücher hier, einmal über die Brüder Jünger und einmal nur über Ernst Jünger. Hier geht es also um Ernst Jünger und seinen Bruder Friedrich Georg. Eine Doppelbiografie unter dem schönen Titel Brüder unterm Sternenzelt. Dies ist deswegen machbar, weil trotz unterschiedlicher Betätigungsfelder und auch Lebensentwürfe trotzdem eine große Parallelität beider Lebenswege vorherrscht. Ernst Jünger rettet seinen Bruder im Ersten Weltkrieg, ein ganz prägendes Erlebnis für beide, das aber auch literarisch überhöht und aufbereitet wurde und deswegen auch für die Mitwelt von entscheidender Bedeutung war. Und hier eben die Jünger-Biografie, die von Heimo Schwilk verfasst wurde und sehr detailreich, aber durchaus auch lesenswert, das lange Leben nachzeichnet, das ja gekennzeichnet ist, wenn man so will, von großer Produktivität, Selbststilisierung, Einsamkeit, Verlust, nicht? Der Tod des Sohnes ist etwas, was Jünger und seine Frau schwer belastet, und dann natürlich mit über 100 wird es notwendigerweise einsam um einen Menschen, insbesondere für Leute dieser Generation, sodass dann nicht nur das Kind stirbt, sondern eben auch 80-jährige Freunde wegsterben und man selbst also immer mehr vereinsamt und dadurch natürlich noch mehr zurückgeworfen wird auf das Innere, das dann aber unter Umständen eben auch seine Probleme mit sich bringt. Eine interessante, eine schillernde Figur, die dann am Ende ihres Lebens, insbesondere durch Helmut Kohl und François Mitterrand, große Aufmerksamkeit noch einmal erhalten hat, viele Ehrungen. Und das ist eben auch ein Mann, der aus dem 19. Jahrhundert, eigentlich noch aus früherer Zeit, ins 20. Jahrhundert hineinragt, aber gleichzeitig an den Verwerfungen, an den Problemen des 20. Jahrhunderts ja selbst aktiv teilgenommen hat. Soldat in beiden Weltkriegen, dazwischen eine elitär massenverachtende Haltung, keine Nähe zu den Nazis, aber eben doch für Hitler im Krieg. Eine schwierige, eine schillernde Figur, die auch sozusagen
nichts dem Zufall überlassen hat, was die Überlieferung des eigenen Werks angeht, ein Deutscher im Wortsinne, wenn man so möchte. Ja, dies waren die Bücher, die ich im Rahmen des zweiten Teils der Biografien von A bis Z zeigen wollte. Ich hoffe, es war für den einen oder die andere was dabei. Und bleibt dran, denn Teil 3 kommt in nicht allzu ferner Zukunft. Bis dahin, tschüss!